Loot Lake, 12 Tage zuvor. Oh, das läuft sogar. Oder ist es eine vorgerenderte Cutscene? Dann ist es kein Wunder, dass es läuft. Elektrizität knistert, Explosion kracht. Coole Musik wird lauter. Es gibt jetzt Cutscenes, aber die haben leider noch keinen Dub. Die haben nur Untertitel. Das Budget hat leider gefehlt für Synchronsprecher. Deswegen muss ich das jetzt alles lesen. Aber jetzt bin ich ein bisschen im Verzug. Statisches Knistern, Knallen, Krachen. Fortnite Saison 5 fällt. Ey, das war zu schnell. Das konnte ich nicht vorlesen. Ich habe das noch nie gespielt. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, gibt es hier keine Einstellung. Doch. Wie ich mehrmals schon gesagt habe, ich weiß basically, wie das funktioniert. Also halt wie PUBG. Nicht, dass ich PUBG jemals gespielt hätte. Und ich weiß, dass man Sachen bauen kann. Immerhin. Ich spiele jetzt einfach. Ich bin gespannt, was da passiert. Okay. Ich springe in der Nähe vom Wald ab. Ah, ist das auch sowas, wo die Maps sich nach einiger Zeit einschränkt? Ja, okay, das macht Sinn. Da unten ist Munition. Wie sammle ich das ein? Mit E. Okay, und noch mehr Munition. Vielleicht gibt es hier ja sogar irgendwo ein Tutorial. Geh bearbeiten was. Was habe ich gerade getan? Ich habe eigentlich so keinen Bock, auf meine ersten Gegner zu treffen, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Twitch, was tue ich? Ja, warum ist es gerade mein Mut? Spitzhacke kannst du gedrückt halten, die Waffen kannst du mit Mausrad wechseln. Au, danke schön. Wenn du eine Maus mit Mausrad hast. Ja, tatsächlich benutze ich nicht einfach nur mein Laptop-Pad. Das wäre ja mal richtig kacke. Ach, einfach mal schießen. Funktioniert wie die anderen Ego-Shooter, die ich kenne. Und mit anderen Ego-Shooter, die ich kenne, meine ich den Ghost in the Shell Ego-Shooter, den ich ein paar Mal gespielt habe. Ein paar Stunden. Tot. Oh, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck. Ja, ich laufe ja schon. Hält die auch irgendwann mal an. Und gibt einem ein bisschen Zeit zum Existieren. Oh Gott, ich bin drin. Moment, es gibt hier doch Vehikel. Ach, ich hätte das scheiß Auto mitnehmen können. Man kann hier sich irgendwelche Fahrzeuge klauen, oder? Theoretisch, aber ich will jetzt nicht anhalten, um es zu testen. Hier gehen nur die Golfkarts. Ja, wow. Auf der Flucht vor dem Stu. Wow. Das sieht krass aus. Okay, ich muss mir da also. Oh fuck, hier ist Wasser. Okay, ich hoffe, du dumme Furt kannst einfach schwimmen. Oh, okay. Das ist nicht mal so tief. Das Problem ist nur, ich bin arschlangsam. Okay, wahrscheinlich verschluckt mich der Sturm gleich. Yep. Scheiße. Ja. Ich habe mich selbst eliminiert. Nee. Okay, ich habe nichts Sinnvolles getan. Schöne erste Runde. Oh, ich bin sogar Level 2, ohne was getan zu haben. Kann ich eigentlich irgendwie anderen Charakter auswählen? Funktioniert das überhaupt in der kostenlosen Version? Ladezeiten sind harte Zeiten. Ladezeiten sind harte Zeiten. Oh. Ich bin ein Dude. Ich habe keine fucking Ahnung. Ich springe jetzt einfach mal hier runter, mitten ins Offene. Gut, jetzt weiß ich wenigstens so lala, wie das Ganze hier funktioniert. Vielleicht werde ich sogar jemanden umbringen dieses Mal. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde nur ich wieder derjenige sein, der umgebracht wird. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Schieß einfach mal dahin. Dankeschön. Ich habe immerhin geschossen. Ich habe es geschafft zu schießen. Das ist schon mal ein Anfang. 50 gegen 50 ist halt echt viel zu viel. Der Sturm. Ich frage mich echt, wieso Leute sterben können, bevor sie überhaupt in den richtigen Kampf verwickelt wurden. Außer die wurden irgendwie vom Sturm eingeholt. So wie ich das erste Mal. Wow, was ein glorreicher Tod. Oh mein Gott, ein Busch. Wow, ein fucking Busch. Kann man damit jemanden umbringen? Ich habe keine Ahnung, auf wen ich da gerade schieße. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Fuck you. Fuck. Okay. Ne. Du kannst den Busch zur Tarnung nutzen. Wow. Schließe dich anderen zusammen. Behauptet euch
gegen andere Teams. Ich überlebe allein in einer Schlacht bis auf den letzten Spieler. Das ist absolut dumm, aber ich mache das jetzt einfach mal. Dann kann ich die ganze Zeit Leute umbringen. Ist doch cool. Ich lasse mich jetzt einfach in Lucky Landing landen. Toll, da dachte sich jemand, ah ja, ich lande jetzt auch mal hier genau dort, wo der Dave jetzt landet. Fuck. Ich hab's gerade noch gesehen aus dem Augenwinkel. Ah, ernsthaft. Immerhin war ich Nummer 63. Ich merke, irgendwie verschwindet meine Stimme gerade. Gott, bitte gib mir meine Stimme zurück, auch wenn ich nicht an dich glaube. Ich sag dir, ich war immer ein guter Christ, bis ich mich entschlossen habe, kein Christ mehr zu sein. Auch wenn andere sagen, wie zum Beispiel der Staat, dass ich noch ein Christ bin. Ich bin wirklich kein Christ, nicht in meinem Herzen. Aber das soll sich wirklich nicht negativ auf meine Beziehung zu dir auswirken. Also gib mir bitte meine Stimme zurück. Danke. Tatsächlich eine fucking Kartbahn. Witzig. Warum auch immer die in der Kartbahn Waffen haben sollten. Natürlich hält er eine an. Natürlich. So ein kleiner Sack. Fuck you! Ah! Dildo Dirk, ich hasse dich! Okay, ich visiere dieses Kackschloss an. Hoffentlich nicht als einziger. Hoffentlich als einziger. I wanna take you to a gay bar! Und so. Gott, ich bin gerade des Todes angespannt. Oh mein Gott, eine Platforming-Passage in einem Shooter. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Leute, ich baue zum ersten Mal etwas. Und es hat geklappt. Krass. Achievement, build something. Ja, das ist halt echt meine beste Runde bisher. Ich meine, ich habe schon was gebaut. Ich bin einer von 19, die am Leben sind. Ich wage es jetzt. Fortnite Pacifist Mode. Oh mein Gott, ja. Willkommen zu meinem Pacifist Run von Fortnite Tale. Von Fort Tale, genau. Das ist aber echt krass, wie es kaum einen Ort gibt, in dem man sich zu 100% verstecken kann. Überall ist irgendwas offen und es sind immer noch wir 6 Spieler. Ah. Da drüben. Und da ist Rauch. Ich glaube, da will ich nicht hoch. Diese Runde wird immer schlimmer. Ja, wie kann es sein, dass ich noch keinem fucking Spieler begegnet bin? Ja, der Tod ist sowas von anticlimactic. Wahrscheinlich schaue ich gerade so in den Chat und dann werde ich umgebracht, weil ich nicht aufgepasst habe. One-Shot ohne Combat, ja. Aha. So ist das also, du Kleiner. Nein. Toll. Das war ein toller Versuch, da hochzuklettern. Wow. Na klar. Schmeißt er da ein paar Granaten runter. Ja. Antiklimaktik, aber wenigstens explodiert. Hallo. Jetzt bin ich nicht mehr gemutet. Jetzt habe ich vergessen, das scheiß Mikro anzumachen. Egal. Boah, ein Busch. Oh mein Gott, ein Busch. Ja, ein Busch. Oh, den kann ich nicht aufheben. Der hat aus der Ferne so geglitzert, aber das war dann wahrscheinlich einfach nur meine beschissene Grafikkarte. Stopp! Der Typ neben mir hat es gerade gemacht, warum tut er sowas? Digga, wir sollen hier irgendwie ernsthaft was zustande bringen, glaube ich. Ja, fahre nicht gegen den Baum. Oh mein Gott. Weiter! Was macht der? Oh, schon wieder. Warum macht ihr unser Kart? Der Dude baut schon wieder Sachen. Wow, was ist gerade passiert? Ich glaube, oh, und das Kart ist kaputt. Mann, was sind das für Helden? Da waren gerade tatsächlich Leute, die uns irgendwie angegriffen haben. Kann das sein? Und ich bekomme natürlich davon nichts mit. Fuck. Ach, scheiße. Okay, und zu guter Letzt mache ich noch einen 50 gegen 50 Match. Um das Ganze abzurunden. Mal schauen, ob da irgendwas bei rumkommt. Vermutlich nicht. Ach, ich knüpfe mir einfach wieder den...
Wald vor, weil ich den so sehr mag. Gut, jetzt weiß ich immerhin schon mal, wie man Kisten hier öffnet, im Gegensatz zum ersten Mal. Zwillingspistolen. Oh, cool. Ich hoffe, mit denen kann ich noch ein bisschen schießen. Ich habe bisher fast nichts geschossen. Das ist irgendwie extrem tragisch. Ich finde es irgendwie mit Fortnite so witzig, wie man einfach nur so ein simples Gameplay-Element hinzufügt und dadurch einfach so das normale Shooter-Genre komplett auf den Kopf stellt. Ich meine, basically, Fortnite ist ja eigentlich nur so ein PUBG-Klon, aber man baut halt und deswegen ist es irgendwie nicht mehr ein PUBG-Klon. Ist noch kaum jemand gestorben. Cool. Ein Einkaufswagen. Jetzt habe ich diese Erfahrung auch gemacht. Warum zur Hölle gibt es hier Einkaufswagen? Cool, ich laufe auch Stacheldraht. Stopp. Von wo kommt das? Ich bin verwirrt. Gott. Okay. Fuck! Nein, aus. Oh Gott. Ah. Das war ein interessantes Experiment. Mein Tod war jetzt immerhin nicht ganz so antiklimaktisch. Oh, Battle Pass Stufenaufstieg. Du hast Stufe 2 erreicht. Ein Gegenstand freigeschaltet. Krass. War das doch ein guter Abschluss für Experiment Fortnite. Ich habe Level 5 erreicht. Ich habe es tatsächlich geschafft, auf jemanden zu schießen. Und mein Tod war nicht ganz so antiklimaktisch wie bei dem Alle gegen Alle Battle. Und man hat eine Steigerung erkannt. Ich wusste jetzt wenigstens, was ich zu tun hatte am Anfang, im Gegensatz zu meinem allerersten Mal. Oh Gott, das ist so furchtbar dumm. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht bin ich das nächste Mal ein bisschen weniger verpeilt als jetzt. Vielleicht verstehe ich dann, was ich tun muss. Vielleicht bringe ich sogar jemanden um. Ziemlich unrealistisch, glaube ich. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sieht man sich vielleicht wieder bei Fortnite. Probably not.